Der Baum in der Kunst fasziniert, weil er eine Projektionsfläche des Menschen ist. Und eine der wichtigsten Motive und auch Hoffnungen des Menschen ist ein Leben nach dem Tod. Wir haben in der Kunstgeschichte vielerlei Szenen und Motive, die dem Baum einen Schleier von was Geheimnisvollen gibt. Denken wir an die Paradiesszenen, wo in dem Baum der Erkenntnis, wie auch das ganze Kapitel in der Aufstellung heißt, eine Ursache für die Vertreibung aus dem Paradies ist. Wir haben einen Baum als Verbot und durch die Vertreibung werden Adam und Eva wie bei dieser wunderschönen Paraphrase von Lisa Lu, einer Paraphrase von Masaccios Fresco in Florenz, werden die vertrieben aus dem Paradies, um nicht vom Baum des ewigen Lebens zu kosten. Dann im Nachhinein im Kreuz dargestellt, im Kreuz Jesus Christi. Wir entdecken diese Ambivalenz zwischen Gut und Böse, zwischen göttlich und dämonisch, nicht nur in der christlichen Kunst, sondern auch in symbolistischen Darstellungen des 19. Jahrhunderts oder in Themen, die eine antike Vorlage aufgreifen, Ovids Metamorphosen zum Beispiel. Das ganze Übernatürliche speist sich im Baum und macht Generation für Generation neue inhaltliche Schichten in den metaphorischen Jahresringen der menschlichen Kultur im Baum.